Eine Folge des Krieges gegen die Ukraine sind auch Sanktionen gegen Russland. Von heute an gilt, dass kein russisches Öl mehr per Schiff in EU-Häfen transportiert werden darf. Ausnahmen gibt es für Importe über Pipelines. Zudem gilt nun eine von der EU, den G7-Staaten und Australien vereinbarte Preisobergrenze auf russisches Öl von $60 pro Barrel. Und da fragen wir nach bei Stefan Wolf in der Frankfurter Börse. Embargo, Preisdeckel. Was erwarten denn Finanzexperten, wie sich der Ölpreis jetzt entwickeln wird? Tendenziell könnte der Ölpreis eher steigen, wenn das Angebot knapper wird. Dagegen spricht aber, dass die Wirtschaft im Moment eine Flaute durchläuft. Und das hat eben auch zur Folge, dass die Nachfrage nach Öl gesunken ist. Langfristig betrachtet hat Deutschland seinen Ölbedarf zu 30% bisher aus Russland sich besorgt. Letztendlich ist aber dieser Anteil auch schon kontinuierlich runtergefahren. Er lag im Oktober noch bei 12%. Von daher ist man sich relativ sicher, dass man das fehlende Öl mit anderen Lieferungen, zum Beispiel aus Kasachstan, wird überdecken können. Der deutsche Aktienindex, der verliert heute leicht zum Wochenauftakt. 57 Punkte oder 0,4%, steht es bei 14.472. Und hier wiegen dann doch die konjunkturellen Unsicherheiten etwas schwerer. Dankeschön, Stefan Wolf. Der Europäisch-Amerikanische Handels- und Technologierat kommt heute zusammen, um sich in wichtigen Fragen abzustimmen. Besonders strittig ist derzeit ein Gesetz, mit dem die USA die Inflation bekämpfen wollen. Es sieht milliardenschwere Investitionen in den Klimaschutz vor. Subventionen und Steuergutschriften sind daran geknüpft, dass Unternehmen US-Produkte verwenden oder in den USA produzieren. In der EU stößt das auf Kritik. Es gibt Redebedarf. Sogar Streit zwischen der EU und den USA. Streit, der das Treffen von EU-Kommissaren und US-Ministern überschattet, in der Nähe von Washington. Es geht um den Inflation Reduction Act, ein hunderte Milliarden schweres Inflationsbekämpfungsprogramm, in dem aber auch Investitionen eingeplant sind. Allein $369 Milliarden für Energie- und Klimaschutzprojekte. Dabei geht es auch um die Förderung der E-Auto-Branche. Hier wollen die USA vor allem den Kampf mit China aufnehmen, besonders was die Computerchips und Batterieproduktion angeht. Zum Beispiel durch Subventionen und Steuerbegünstigungen, die daran geknüpft sind, dass Unternehmen US-Produkte verwenden oder in den USA produzieren. Die EU sieht darin einen Wettbewerbsnachteil, kritisiert die Bestimmungen als diskriminierend. Sie befürchtet einen handfesten Handelsstreit. There is a difference in approach. Es gibt bei den beiden einfach unterschiedliche Herangehensweisen. Die EU bevorzugt Regulationsmechanismen. Die USA hingegen wählen Geldanreize, was Klimainvestitionen angehen. Dieser Unterschied ist, glaube ich, der Grund für die wachsenden Spannungen zwischen den beiden, der EU und den USA. Ein Thema auch schon vergangene Woche beim Treffen von Präsident Biden und Frankreichs Präsident Macron. Die Befürchtung der EU: Wichtige Wirtschaftszweige könnten aus Europa in die USA abwandern und Jobs dadurch in Gefahr bringen. Man einigte sich dann, eine Arbeitsgruppe solle im Streit nachjustieren.